Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Episode von Let's Wonder Trade. Und wie ihr schon sehen könnt, werde ich kleine süße Fione verschicken und sie tragen alle den Namen Phoenix. Ja, jetzt fragt ihr euch sicher, wieso ich Fione dann den Namen Phoenix gegeben habe. Eigentlich, naja, ich dachte, Fione beginnt mit PH und da wäre doch ein Spitzname nett, das auch mit PH anfängt. Aber ich dachte so, erst wollte ich Phoebe nehmen, aber dann dachte ich, naja, wäre ja auch blöd. Und ja, Phoenix passt irgendwie zu allem. Und ich dachte, hey, warum nicht ein Fione, was Phoenix heißt? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, das Vorgeplänkel sparen wir uns jetzt und wir legen los und verschicken das erste Fione in die weite, große Welt. Und ich bin mal gespannt, wohin es geht. So. Es wird natürlich gerade nach einem Tauschpartner gesucht. Und Kalen aus Kalifornien. Hashtag ALT und keine Ahnung. Mal sehen. Oh nee, oder? Kriegen wir jetzt echt als erstes einen Baumpel geschickt? Na, das kann ja heiter werden. Nicht, was? KF, was hat denn das für einen Spitznamen? Oh mein Gott. Naja, egal. Ich hoffe jetzt, dass das nicht irgendwie ein böses Omen für uns ist. Und werde dann auch gleich das zweite Fione verschicken. Und mal sehen, wohin es diesmal geht. Ich finde es natürlich immer wieder spannend, diesen Wundertausch. Man weiß nie, was man kriegt. Okay, let's battle. Winnie aus England. Okay, dann kommt unser kleines Phoenix jetzt britische Wurzeln und ja, fühlt sich hoffentlich wohl. Und wir kriegen ein Pikachu. Okay, das ist okay. Also, Pikachu finde ich süß. Und vor allem den Ruf. Pikachu! Aber ich kann ihn irgendwie nicht so gut nachmachen. Kriege ich nicht so wirklich hin. Aber gut, weiter im Text. Dum-di-dum-di-dum. Wir schicken jetzt das nächste Fione. Und ich hoffe, die Leute, die das kleine Phoenix bekommen, freuen sich auch und wissen den Wert dieses kleinen, süßen Kerls zu schätzen. Denn, ja. Oh, May aus Texas. Also Fione kriegt man ja eigentlich entweder da raus, dass man ein Manafi verpaart mit Ditto. Aber es klappt natürlich auch, wenn man selber einen Fione hat. Oh, Azure, glaube ich. Naja, jedenfalls. Es klappt definitiv. Denn ich habe ein kleines, süßes, also Manafi habe ich leider nicht, aber dafür einen Fione. Und das habe ich mit meinem Zucht-Ditto verpaart. Und ja, raus kamen dann kleine, süße Phoenix-Fione, um es mal so auszudrücken. Ich habe jetzt natürlich nicht auf TV geachtet und Eva und Pipapo, was man sonst noch beachten kann bei einem Züchten, sondern ich habe einfach mein kleines Fione geschnappt und in die Pension gesteckt und ja, dachte mir, die neuen Besitzer, die sich hoffentlich darüber freuen, werden schon etwas daraus machen. Und wir tauschen jetzt mit Valentin aus Frankreich. Bonjour. Bonjour. Ça va? A bientôt? Mein kleines Phoenix. Okay. Wir kriegen einen Kader, glaube ich.
Ja, genau, einen Kader. Und dann geht es auch schon weiter. Dum-di-dum-di-dum. Gespeichert, gespeichert, gespeichert. Und unglaublich, dass wir nur noch zwei Fiona übrig haben. Also dieses Wundertauschen geht so dermaßen schnell. Man sagt, naja gut, man hat sechs Pokémon und ja, eigentlich wartet man ja immer dann so ganz gespannt auf den Tauschpartner und irgendwie geht dann doch die Zeit so schnell um, wenn man Wunder tauscht, finde ich zumindest. Und wir tauschen jetzt mit Kanada aus, beziehungsweise genauer gesagt Alberta und mit Turtle. Das ist natürlich auch interessant. Na dann, mal sehen. Kriegen wir einen Schildkröte? Nö. Aber etwas anderes Nettes. Also, ich will es nicht so schreien und so laut sagen, aber. Oh, nett. Sumoloko. Warum nicht? Ja, ich will es jetzt nicht beschreien, aber vielleicht bleibt uns ein Zickzack erspart. Also vielleicht hat dieses Wampel doch nichts zu bedeuten gehabt. Ich war ja schon in Sorge, dass es vielleicht ein schlechtes Omen sein könnte, aber anscheinend scheint es sich nicht zu bewahrheiten, worüber ich natürlich ziemlich froh bin, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Dum, 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 dum. Fiona. Phoenix geht auf die Reise und nach Mexiko zu Martina. Buenos días, Martin. Okay. Und wir kriegen ein Flabébé. Flabébé. Ein rotes, süßes Blümchen. Und das ist unser kleines Abschluss heute. Das ist unser kleiner Abschluss. Okay. Gucken wir uns mal ganz schnell noch fix an, was wir gekriegt haben. Speicher, die Speicher, die Speicher. Und ja. Wir haben ein niedliches kleines Wampel. Ein französisches sogar. Mit Blendpuder. Blendpuder ist vielleicht ganz schlecht. Also gar nicht so schlecht als Item. Und es ist frech. Wir haben ein hastiges Pikachu. Ein Azur mit Pokerus und ja, wow. Level 43 ist es sogar schon. Es hat rechte Hand, Kaskade, Blubstrahlen und Sprungfeder. Hühn und Kraftkoloss. Also vielleicht, so also ich will es nicht so ganz beschreien, aber es könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht sein. Und Ninkala. Mit dem Wesen Sacht, Facettenauge, Kratzer, Härtner, Blutsauger, Sandwirbel ist auch okay. Makuhita, genau. Ein zaghaftes Makuhita. Das finde ich auch nett. Ein zaghaftes Makuhita. Und ein Flabébé. Ein sanftes kleines Flabébé. Was so munter durch den Bildschirm schwebt. Okay. Das soll es jedenfalls von mir gewesen sein. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich, ja, ich glaube, ich sage es in jedem Video. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Auch wenn ich nicht mit einer Capture Card arbeite. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich abonnieren, favorisieren, mir ein Däumchen geben. Oder auch kommentieren. Ja, das liegt bei euch. Auf jeden Fall. Dankeschön und tschüss.